Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuseht. Heute wollen wir mal hier ein Set vorstellen von der Firma Panlos. Haben wir gekauft bei Bluebricks. Es sind 222 Teile für 11,95 Euro. Wie ihr seht, soll das eine Schildkröte werden. Clemmy ist auch da, der muss mir dabei helfen. Ja. Und wir haben folgendes Problem. Wir wissen nicht, wie eine Schildkröte aussieht. Deswegen haben wir uns gedacht, wir besorgen uns fachkundiges Personal. Jenne. Da ist eine abgehauen. Die größte natürlich wieder, muss natürlich den meisten Müll machen. Und die sollen uns dann dabei helfen, das Ding aufzubauen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der Bande hier haltet. Ob die fachkundig genug sind oder ob wir nicht Skjoll da mal einladen müssen. Okay, dann Spaß beiseite. Wenn er hier unten in der Ecke ist und er kommt nicht vorbei. Ah, oh, dann kriegt er Ärger. Dann suchen wir ihn. So, dann wollen wir mal schauen. Tüten. Tüten. Die stelle ich mal hier hinten hin. So. Fünf Stück an der Zahl. Jawohl, ja. Eine Tapete, aber wirklich eine Tapete. Wolltest du dein Schlafzimmer nicht neu tapezieren? In schönem Dunkel? Nee, nicht in dunkelbraun. Das ist, ich habe gehört, schwarz ist modern. Ja. Schwarz streichen und er wieder ausziehen wollen. Ja. Ja, was willst du mit dem dunklen Raum? Egal. Lustig ist es trotzdem. So. Boah, was eine Tapete. Das ist die Bauanleitung. Muss man Fokus rausnehmen. Den habe ich noch nicht rausgenommen. So. So. Jetzt ist alles viel besser zu erkennen. Und die Rückseite natürlich selbstverfreilich auch. Ne? So, Dille. Ja. Die kann sogar auf dem Puckel liegen. Tja. Ja, Clemmy, du bist hier nicht, um Maulaffen feil zu halten, sondern hau rein. Ja, um Schildkröten zu klemmen. Ja. Klemmen. Meine ist fertig. Passt farblich sogar. Ja, ne? Ja, war vielleicht die Vorlage, oder? Könnte durchaus sein. Ich glaube, das mal ein bisschen. Jo, fertig bin. Interessant, das eine. Warum hast du dann erst da reingetan, wenn es doch wieder wer ausschützt? Weil ich wusste, dass ich die direkt brauche. Habt ihr gehört? Er wusste es nicht. Ja, und das kann mal passieren, wenn ich sowas nicht ahne. Wahrscheinlich die Kristallkugel kaputt. Ja, in der Reparatur. Also so wie ich das sehe, sind da keine Räder dabei. Scheint nicht so, ne? Meinst du? Aber ist eine interessante Bauweise. Ja, ich bin hier auch gerade ein bisschen gucken, was hier Sache ist. Heute ist bei uns wieder penetrant heiß. Aufgrund der Aufnahmen, wegen Geräusch, müssen wir die Klimaanlage ausmachen. Sonst habt ihr ein stetiges Brummen. Das ist halt nicht so schön in der Aufnahme. Nein, 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 nein. Dann kommen wieder Beschwerden. Ich will keine Beschwerden. Das ist so dumm. Ja.
wenn ich das so richtig sehe, dann ist es so eine Art Transformer. Wir werden es erleben. Das werden wir tun, ja. Ja. Und dann wird daraus eine Kampfschildkröte. Haben wir noch gar nicht, ne? Wir haben an für sich nur Diebe. Ja, hier die mit den Zähnen und so weiter. Hier unser Dragoschildi. Die tut aber nichts. Nein, die ist lieb. Die will nur spielen. Ja. Und die 20 Liter Blut am Tag, die sie braucht. Ja, sieht ganz gut aus. Und bist du fertig? Nee, noch nicht. Woran hängt's? Ich würde dann mal sagen, ich werde das Ganze erbrechen. Ja. Und machen das im Speed, weil... Hier wird es warm drin. Ja. Okay. Hab Verständnis dafür. Wir machen es im Speed und dann können wir nämlich die Alarmanlage schon die sowieso an. Die Klimaanlage laufen lassen. So, Leute, mit so einer Mannschaft kann man sowas bauen. Ja. Das ging ganz locker von der Hand, wie ihr seht. Es gab keinerlei Schwierigkeiten, wenn das richtige Fachpersonal da ist. Und da geht das. So, Klemmkraft, super. Kratzer, das ist meistens alles hier so ein bisschen aufgeraut. Nö. Auf den glatten Flächen. Ein paar Mikrokratzer, da kommt dann aber hier die Tapete drauf. Die haben wir nicht drauf gemacht, so wie immer. Ja, dann würde ich doch mal sagen, die Bauanleitung, gewöhnungsbedürftig, weil sehr kleine Bilder dabei sind. Also für einen wie mich hier zum Beispiel, einen Brillenträger, der kurzsichtig ist, ist es schon ein bisschen. Ja, aber es war zu bewältigen. Doch, dann würde ich doch mal sagen. Es ist kein Transformer, es ist eine B-Modell. Dafür haben wir dann hier noch ein paar Teile über. Die werden dann da eingebaut im B-Modell. Auf der anderen Seite ist das B-Modell. Genau. Ja. Also wir bleiben bei dem Schildi. Und dann lassen wir es immer schwindelig werden. Ja. Ein wunderschönes Modell. Gefällt mir. Also so wie sie vorne von der Schnauze aussieht, ist es eine Schnappschildkröte. Also nicht zu dicht mit den Fingern rankommen, dann ja, ist der ein bisschen kürzer. Dann ist das mit der Nase da Inhalt und so. Ist das ein bisschen anders. Oh Mann. Ja, dann wollen wir mal schauen, ne? Also wenn ihr die jetzt im Hintergrund seht und dann das Modell, also Ewigkeit besteht. Ja, auf jeden Fall. Die Beine kann man bewegen, den Schwanz ebenfalls. Small kann man auf und zu machen. Und was ist mit dem Hals? Kann man den auch hin und her schütteln? Ja, gut. Geht auch.
Schönes Modell. 11,95 Euro. Sehr locker zum Bauen. Den gibt es natürlich nicht dazu. Ich mag Schildkröten. Kann einer sagen, was er will. Ja. Ja, machst du den Hintern runter? Ein bisschen frech. Das sind kleine, nette, friedliche Tiere. Ja. Ich war bei eBay vor, wie alt, ein Jahr ist das her? Oh, schon länger, zwei, ja, drei. Mit ihr? Mhm. Habe ein bisschen gestrunzt, dann sehe ich ihn hier. Und dann habe ich gesagt, den muss ich haben. Gleich klick, sofort kauf, her mit. Der sieht so genial aus. Ein Kunde von uns hat auch eine Schildkröte, die läuft bei ihm in der Werkstatt. Der hat so eine Werkstatt halt, da läuft die rum und verkriecht sich irgendwo in Ecken. Ab und zu ist auch mal ein Kabel durch. Aber ganz lieb. Ja, noch so ein Ding könnt ihr auch im Internet nachlesen. In England ist eine junge Frau, die hat auch eine Schildkröte und die läuft bei ihr im Garten rum. Und die muss immer stundenlang suchen, bis sie sie wiederfindet. Jetzt hat sie Folgendes gemacht. Die hat sich einen Luftballon besorgt mit Helium drin. Und hat ihr dann so ein Geschirr um den Bauch angelegt und hat den Luftballon dran gebunden, in einem Meter Höhe. Also wenn sie bei sich in den Garten guckt, sieht sie sofort, wo sie ist. Ich finde das genial. Ja, wenn man ein Tier hat, muss man sich auch drum kümmern. Genau. Aber die meisten, die Tiere haben, Hunde, Katzen oder sonst irgendwas, die werden dann zu Weihnachten von den Eltern gekauft. Dann geht das Kind ein, zwei Jahre lang spazieren mit dem Dings und dann sagt sie, hier habt ihr das Tier und Ruhe ist. Nein, da muss man sich auch weiter drum kümmern oder gar keins erst kaufen. Man sollte diese Zucht, diese illegale Zucht, Züchterei nicht fördern. Ja. Absolut. Wenn ihr ein Tier haben wollt, geht zum örtlichen Tierheim, schaut euch um, was ihr da habt, was die da haben. Die haben auch manchmal Welpen. Das dauerte allerdings, wenn die Zeit noch nicht da ist, dass die Tiere dann eben halt niederkommen, sagen wir es mal so. Da habe ich auch meinen Schäferhund her gehabt. War ein ganz liebes Tier. So, dann würde ich mal sagen, wer Schildis mag, 100%ige Kaufempfehlung, auch so von der Bautechnik her und so weiter. Gut, die Tapete, das ist etwas, was mich stört, aber wenn ich sie mir angucke, ich brauche die Tapete nicht. Nee. Brauche ich auf gar keinen Fall. Ja, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von solchen Tieren habt. Das ist immer ein echt großes, nicht so ein kleines hier. Ja. So, ich hole mal irgendeins. Ja, es ist jetzt mal was ganz anderes als sowas, ne? Mit deinen Blocks, obwohl die auch sehr schön sind. Ja, wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns. Hast du noch irgendwelche Einwände? Nö. Ich finde es toll. Ja, vorhin hast du dich beschwert, dass uns keiner 10 Millionen Euro schenkt. Das ist natürlich immer so ein Thema. Okay. Wenn das nicht von alleine kommt, müssen wir weiter Lotto spielen. Genau, so gierig sind wir auch nicht. Also. Nein. Okay. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Und wir verabschieden uns mit... Baut auch so schöne Sachen. 12 Euro kostet das Ding. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschöle. Tschüss.